Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal und ja, wir haben noch passend getankt, es hat gerade noch so hingehauen, wir haben, oder ich habe geschlafen und die Lampen sind schon wieder aus und ich weiß nicht warum und was das soll, es nervt, das jedes Mal einschalten zu müssen. Jedenfalls wollen wir jetzt mal unsere Tour fortsetzen. Haben wir einen kleinen Abstecher genommen, um tanken und schlafen zu können. Werden damit definitiv zu spät sein, aber das kann ich jetzt letztendlich nicht ändern. Wir werden das in dieser Folge zu Ende bringen. Tour 9 war das, glaube ich. Warte, mein Freund, lass mich durch. Ja, Tag der Aufzeichnung Sonntag. Heute Morgen kleiner Fauxpas, das Video ist zu spät erschienen. Warum? Ich habe es am Samstag nach den Aufnahmen für Chaos Farming aufgenommen. Hab das gerendert. Das Rendern war um kurz nach 12 in der Nacht fertig. Ich habe es dann hochgeladen, wie immer die Uhrzeit auf 5 Uhr gestellt. Aber den Tag nicht. Und dadurch, dass wir nach 0 Uhr hatten, wurde das natürlich direkt auf den nächsten Tag geschoben. Naja, 4,5 Stunden später. Besser spät als nie, sagen wir mal so. So, wir sehen zu, dass wir zur Brücke kommen. So schnell wie möglich natürlich. Dieser kleine Umweg hier war jetzt nicht ganz so schlimm. Das dürfte dann Tour 9 sein. Dann haben wir noch 3 Stück vor uns. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Es wird nicht einfacher, sagen wir mal so. Ich möchte ja vor allen Dingen auch nicht immer von der gleichen Stelle aus los. So, was haben wir hier denn? Wir haben hier wieder einen Kreisel. Hier raus, ne? Passt das? Ja. Super gelöst. Genau, neue Strecke. Hier waren wir noch nicht, sehen wir. Letztes Stück werden wir natürlich schon wieder gefahren sein. Hauptsache, wir bringen unseren Kies weg. Die arbeiten ja Tag und Nacht auf dieser Baustelle, ne? Ja, und wie immer an dieser Stelle, beziehungsweise etwas später, mal früher, mal ganz zum Ende. Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich dann auch ab und zu mal am Gange. Da liegt allerdings keine richtige Planung drin. Das mache ich hier so just for fun. Aber auch da könnt ihr followen, könnt abonnieren und so weiter und so fort. Ne, abonnieren könnt ihr nicht, ihr könnt followen. Fürs Abo bin ich noch zu klein. Ich erreiche die Voraussetzung nicht. Das ist da jetzt erstmal die Problematik. Ups. Mein Kopfhörer hat eine Gestensteuerung. Und zwar in der rechten Ohrmuschel sind die Regler für Lautstärke, Rufannahme und so weiter. Ne? Finger nach oben streichen, dann wird es lauter. Ja, ja, was es alles gibt. Ja, Lenkrad, wie ihr seht, funktioniert wieder wunderprächtig. Wenn ich nicht ständig auf den rechten Bildschirm glotze, dann funktioniert es sogar mit der Spurhaltung.
Nächste Woche, genau, ab morgen wieder Spätschicht. So sieht's aus. Multiplayer funktioniert, hatte ich schon gesagt. Ach so, ich war ja noch gar nicht fertig, Mensch. Genau, Twitch hatte ich abgegessen, genau. Wer Bock auf LS19 hat und auf Multiplayer und mal mit Chaoten zusammenspielen will. Unten in meiner Videobeschreibung gibt es einen Link zu Chaos Farming. Dort könnt ihr euch mal anschauen, was wir dort so treiben und machen. Wer Lust hat auf Chaos Farming, gibt es dann einen TeamSpeak-Link. Da könnt ihr mal reinschneiden, euch mit Patrick oder Rainer unterhalten. Ja. Wenn ihr brav seid, dürft ihr dann auch mitmachen, ne? Was haben wir denn? 126 Kilometer noch? Und 6 Minuten verbaselt. Also, ich denke mal, das wird noch klappen in dieser Folge. Dafür wird diese vielleicht ein bisschen kürzer. Dafür habt ihr bei den anderen mal eine Minute mehr oder weniger bekommen, ne? So schaut das aus. Alter, das war knapp, glaube ich. War ein bisschen zu weit rechts. Ich meine, das Coole hier bei World of Trucks ist ja, es ist scheißegal, ob du die verspätet anlieferst oder nicht. Hauptsache, du kommst überhaupt. Damit hast du dann das schon bestanden, ne? Bin gespannt, ob es dafür irgendwas gibt. Wieder wahrscheinlich so ein Anhänger oder sowas. Wenn wir mit dem Ganzen hier fertig sind. Der Hit wäre natürlich das DLC kostenlos, ne? Aber naja. Nett geträumt. So, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, wir werden gleich irgendwann hier abbiegen müssen, dahin, wo andere nicht hin dürfen. Da hinten blinkt doch schon irgendwas. Okay, hier hat es mal wieder geknallt, ne? Das hat also nichts mit der Baustelle zu tun. Kilometer. Nicht mehr die Welt, würde ich sagen. Und wir liegen sehr gut in der Zeit. Wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert. Aber das wollen wir natürlich vermeiden, ne?
Siehste, fast wäre es soweit gewesen. So, wir müssen hier rein, nur für Baustellenfahrzeuge. Ja, und ich glaube, wenn wir dieses Event abgeschlossen haben, dann hat auch erstmal der Actros ausgedient. Geiler LKW auf jeden Fall. Auch das mit den Spiegeln gefällt mir tatsächlich mega. So, da ist wieder unsere Brücke im schicken Grün. 4:19 Uhr, das wird auch langsam hell. Da hinten ist unser Stopp, wir haben 11 Minuten verbraten. Cool, passt. Bisschen kürzer als sonst, aber was soll's, wir sind eh zu spät, sagen wir mal so. Da möchte ich für wetten. Oh, andere Bilder von der Brücke. Oder auch nicht? Täusche ich mich? Ne? Sah ich doch. Aber das war klar, dadurch, dass wir geschlafen haben. Aber immerhin, wir haben Tour 9, glaube ich, jetzt abgeschlossen. 5 und 6, 5 und 4 sind 9. Das heißt, wir müssen hier noch eine machen an das East Depot und noch zwei an das West Depot. Wir können uns natürlich mal angucken, welche Aufträge es da tatsächlich gibt. Er zeigt uns hier auch nicht alle an. Aber es wird jetzt echt schwierig, Aufträge zu finden, die direkt ans Westdepot gehen, ne? Wenn ihr es hört, da kommt ein Flugzeug rein. Tegel erwacht so langsam wieder zum Leben. Ja, gut. Ich werde mir da was ausdenken, werde irgendwo hin teleportieren, dass wir eine neue Tour fahren. Und ja, heute etwas kürzer als sonst. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr morgen früh gesund und munter wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.